Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder zu einer neuen Folge aus der Challenge zusammen mit LS Profi. Moin Moin. Jo, in der letzten Folge war ja dunkel, jetzt haben wir wieder vorgespult auf Dark und jo, jetzt haben wir wieder was Neues zu machen. Daher Reisverkäufer, ich weiß nicht, der versteht was nicht. Ich habe das ja jetzt die Nacht noch fertig gemeldet, Leute, das war echt ein Horror. Jetzt haben wir auf jeden Fall gespult und jetzt wird natürlich der erste Käseverkauf. Das wird jetzt eine richtige Scheißarbeit. Das sind, glaube ich, über 50 Käsestümmel. Oder was es sein soll. Käseleibe, was man auch immer macht. Das sagt. Es ruckelt heute irgendwie. Wetten, ich hab. Das war so klar. Hm? Jo, wir schauen mal da bald zu uns. Ey, wo fahren die denn hin? Was? Wo fahren die denn hin? Keine Ahnung. Warum liegt hier oben Käseleib, bitteschön? Keine Ahnung, was du gemacht hast. Ich hab gar nichts gemacht. Dumme Scheiße hier. Endlich ist er drin. Hä? Ja, doch, ist drin. Es ruckelt halt wirklich ein bisschen. So. Alter, ist das eine Scheiße, Mann. Wie viel haben sie? 100 Käse? Zu viel. Die läuft jetzt auch nicht seit gestern. Läuft da schon ein bisschen hier die Produktion. Muss irgendwas machen, ey. Und der muss auch weg, das liegt am. An der Scheiße, die Ballen müssen auch weg, dann ist die Performance wieder in Ordnung. Hier, 70, ey, das ist nicht normal, Leute. Hallo, und du ja. Käse, Junge. Irgendwas hat's kurz riesen. Ey, die wollen mich doch wirklich rollen, oder? Ja, ich geh jetzt einmal das mal. Das ist jetzt dann die dritte Folge, Herr Kollege, oder? Richtig. Jo. So, dann machen sie einmal ihren Käseverkauf, da mach ich einmal dabei das. Ich rasche gleich aus. Der Herr Kollege ist eine Zukunft wieder. Schmeiß ihn doch jetzt einfach hier rein, Junge. Och
komm, das gibt's doch nicht. Was ist denn? Treffenszeit nix. Dumme Scheiße. Digga, haben die zu viel Sprit oder was? Warum fahren die ganze Zeit hoch runter? So dumm, Alter. Junge. Kann er vergessen. Er kann schön zurückfahren. Wo sind sie denn schon? Oh ne, der kriegt jetzt so eine dermaßen in die Fresse geboxt. Was ist seine Mission? Was ist deine Mission, Junge? Gar keine. Was ist denn? Was ist deine Mission, Junge? Was ist deine Mission? Was ist deine Mission? Oh Mann, ey. Was ist deine Mission, Junge? Jetzt, gell? Räumst du jetzt auf? Was ist deine Mission, Junge? Dann stellst du das Drecksding, weißt du? Nicht mitten rein, so dass... Ja. Ey, so. Nö, dann kann ich ja... Wir sind fertig mit Hexen. Ganz endlich dein Trick. Weißt du, ich stelle einen komischen Drecksänger. Du bist dasselbe, als dann außen rumzufahren. Fällst du da rein? Was ist deine Mission, Junge? Weiß ich nicht. Übrigens, der Wagen gehört euch. Also ist mir eigentlich Latte, wenn ihr dagegen fahrt. Den habe ich mir über euch ausgeliehen. Achso. Das heißt, wenn ihr ihn kaputt macht, müsst ihr ihn im Endeffekt die Kosten. Ich muss kurz tragen. Chrissy anrufen. Hallo, es reicht schon. Was ist deine Mission, Alter? Wir würden jetzt anfangen mit Dreschen. Wir würden dir einen Hänger stellen. Hä, Digga, ich bin mit Dreschen, du Pfosten. Ja, deswegen ja auch. Aber den Hänger würden wir stellen. Du hast gerade angerufen. Ja. Hallo, und zwar würden wir in Agger jetzt dreschen, würden den Hänger natürlich bereitstellen. Aber okay. Wir kriegen von ihnen jetzt erstmal 10.000, von Chrissy 10.000 und von Justin kriegen wir 12.000, weil sie an den BGFM nicht hochfahren. Tschüss. Scheißreck. Warum kriegt er jetzt von mir 10.000? Warum kriegst du 10.000? Nein, Spaß, gibt uns beide 2.000 jeder. Ich dachte, das Zeug ist kostenlos. Ach so. Ich von Justin gehe ich 500, weil wir hallo, nicht oben. Hallo, Herr LS-Profi oder... Scheiß, ich könnte den ja auffahren, ich bin nur gerade am Arbeiten. Ja, Herr LS-Profi... Nee, ich überweise die 500 Euro. Herr LS-Profi, darf ich bitte Fahrminute schauen, damit ich die Finanzüberweisung machen kann? Nö, das noch nicht. So, wie viel kriegen Sie jetzt von mir, Herr Agrarbayern? Boah, brust du noch mehr in deinem Mikro. 10.000 hat er gesagt. Ja, 7.000, genau. 10.000. Nein, 2.000. Ja, dann überweise ich gar nichts. Junge, sind wir auf dem türkischen Basar. Jetzt wird die nicht behandelt. Jetzt wird die hier überwiesen. Fertig, Alter. Überweise mir einfach was. Für den ganzen Sprit und alles. Was Dankeschön. Du denkst, was du denen geben möchtest. Also 50 Cent. Passt. Ach, übrigens, danke für die Visa und das Gas. Tschüss. Ich bin da wenigstens nicht zu Ihnen, nicht so wie der Herr LS-Profi. Ja, wow. Alles gut. Also gut, ich leg wieder auf, ne? Jo, ciao, ciao. Ist ja irgendwann reiße ich denn sein Telefon unten weg. Och Mann, ey!
Showcase langsam davon. Langsam mit der Performance besser, Alter. Bis mehr Käse hier reinkommt, gleich ist er weg. Hätten jetzt geht der Preis runter, wenn ich ihn verkaufen will. Nö. Dann hau ich die. Hau ich dich? Ja, weil ich will auch verkaufen, aber... Kannst du sogar froh sein, wenn er runtergeht. Warum fährt er vorwärts, wenn ich ihn nicht will? Sie sind auch so ein Herr Kollege, gell? Was willst du von mir? Merke immer. Ich merke dir gleich auch mal was, Alter. Alter, warum habe ich jetzt gleich mal 25 FPS? Was ist denn da los? Was lecken lassen? Ah, jetzt sehen wir wieder 60 FPS. Haben schon einen Neigel. Kannst mal drauf gehen, da ist scheiß Performance. Die ganzen Käse ballen, Alter. Haben Sie schon eine neue Grafikkarte bestellt, Herr Kollege? Nö. Ich will gar nichts, du wolltest meine bestellen. Ich bestell dir gar nichts. Doch, du wolltest mir eine 3060 bestellen. Sorry. Ich habe eine 3060 bestellt, ja. Für mich? Für mich. Warum nicht für mich? Weil du Geringverdiener bist. Na Spaß. Wow. Merke ich mir. So. Die Bremsen von dem JCB sind auch nicht mehr sauber. So und so. Hab ich, steht jetzt eigentlich meine Walze wieder hier bei mir? Hä, hey, hab ich umgebracht, oder? Oder warten Sie mal, Herr Kollege. Passt doch mit der Literanzahl. Du hast 400.000 rum, ich hab 400.000 rum, passt. Oh ja, und jetzt kommen nochmal 400.000 bei mir extra ins Lager. Warum? Ja, weil ich das so mit einem Agrarbayern und mit einem Felix ausgemacht hab. Hä? Für was denn? Weil ich mehr krieg als wie du. Kriegst ein Scheißzeug, kriegst du mehr als ich. Sicher, das hab ich so ausgemacht. Dafür habe ich seit einer Kiste Bier vorbeigebracht. Übrigens, ich bekomme den doppelten Preis für Silage. Kriegst Verkauf. Du kriegst natürlich. Gar nichts. Natürlich. Kriegst dann Feichten in den Ruck. Ich habe eine Kiste Donuts hingestellt. Haben die sofort angenommen. Außer du kriegst doppelten Preis, kriegst dafür einen niedrigeren Preis für Silage. Wenn du an der BGA verkaufst. Real Talk, haben die wirklich gemacht? Habe ich vorhin privat mit dem gesprochen. Du eh. Sicher. Sind die jetzt zu dritt am Treffen? Vielleicht, ja. So, Herr Kollege, das war's dann schon wieder mit der Folge. Verabschieden Sie sich vom,
waren die Zuschauer. Ciao, ciao. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.